Willkommen zur vorerst letzten Folge. Was ist es eigentlich, die letzte Folge von FIFA 23 Trainerkarriere? Wir haben Post bekommen und etwas, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und zwar sind wir Trainer des Monats geworden. Wow. Wow. Das habe ich nicht mal in der privaten Karriere hinbekommen, um das zu schaffen. Trainer des Monats. Es wird sogar 5-4. Wir können gleich mal reingucken, wer da jetzt im Endeffekt gewonnen hat. Für uns geht es, wie gesagt, um nichts mehr. Das ist jetzt so die letzte Partie. Dann werden wir noch so ein paar Sachen noch durchlaufen lassen bis zum Ende. Schauen, wer hat die Champions League gewonnen, wer hat die anderen Partien gewonnen und so weiter. Und dann ist das gewesen. Falls wir nochmal eine Season spielen sollten, werden wir eine komplett neue starten. Und mit einem Bundesliga-Legisten wahrscheinlich spielen. Ach, guck mal. In der Startelf. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen das letzte Spiel dieser Saison. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war gefährliche Szene. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. Ja, und voll, er hat auch deswegen echt gefragt, aber vielen Dank. Ich habe gesagt, okay, letztes Spiel. Ich denke, dass wir ihn auch spielen und er trifft dann direkt auch noch. Das ist noch schöner im Endeffekt. Zieht er an seinem Mann vorbei und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schiedsrichterin entscheidet erstmal auf Vorteil. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Schön dazwischen gegangen. Ja. Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Er ist der amtierende Trainer des Monats und das hat er natürlich den jüngsten Resultaten seiner Mannschaft zu verdanken. Denn die haben gestimmt. Ja, die Form der Mannschaft stimmt. Er schafft es, alles aus diesem Team herauszuholen. Gibt niemanden, der sich zurücklehnt, niemanden, der irgendwas auf die leichte Schulter nimmt, sind immer zu 100% da. Sie suchen nach. Wie wird man dann Trainer des Jahres, bitte? Jetzt können Sie. Ja, trifft schon wieder. Wieder können Hammer. Sie nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Klasse Technik. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Er verlucht's. Er zieht ab. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Was für ein Tor, das sehen wir uns gerne noch mal. Ich bin auch nicht verteilt. Ich bin auch in dem Moment den Ball da einfach nicht weg. Und der Mut wird belohnt. Weil, ja, ist halt nicht. Du versuchst natürlich, also ich versuche in dem Moment natürlich den Ball dann irgendwie wegzubekommen oder abzuschirmen. Ja, prallt natürlich vom Spieler ab. Und dann hat natürlich der Gegenspieler die schnelle Möglichkeit, um hier dann das Tor zu machen. Quasi wie Abprallertore, es ist so dämlich einfach. Aber es ist halt so. Ballverlust. Super, wie er sich durchsetzt. Das muss es sein. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Super Einsatz vom Torhüter.
Ecke kommt ins Zentrum. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Über ihn wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen, denn er ist ja sozusagen auf Abschied. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Es war eine Riesenparade, ganz wichtig. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen, eine Riesenparade. Zieht einfach mal ab. Ein guter Block hier. Da ist der Ball jetzt weg. Betram. König. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Ja, viel passt. Ja, da spielst du keine Steilpässe in solchen Momenten. Da musst du halt einfach vorne nach vorne laufen und dann weiterspielen. Und dann ist der Ball weg. Genauso wie da. Da wäre der andere Stahlpass wieder so ein Ticken mehr Power drin gewesen, doch besser gewesen. Klasse Druck gemacht. Weg ist der Ball. Hermann. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet. Der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Für wen dieser Pass gedacht war, weiß niemand. Schwache Aktion, Einwurf. Hermann. Das sieht vielversprechend aus. Und er schießt. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Was macht er draus? Gehalten, stark gemacht. Pause in dieser heutigen Partie. Die Gastgeber sind also in Führung. Zieht. Oh, das könnte aber knapp werden. Wenn Ingolstadt gewinnt, sind sie wieder auf Platz 2. Die Schiedsrichterin pfeift an, Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Partie. Ich will mal gucken, ob ich die auch die richtige jetzt wieder drin habe mit der 4-1-4-1. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Es ist darauf getippt, dass es Elfmeter gibt. Ecke kommt in die Mitte. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Da passt er auf. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Abwehr muss aufpassen. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Oh, schade. Ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Er ist schon zweimal getroffen, also. Gut den Ball abgefangen. Der geht easy, wie man so schön sagt. Hermann.
Sie lassen den Ball gut laufen. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Die Chance für den Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Hermann. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jansen. Klasse Chance jetzt. Eine echte Prüfung. Ich versuche es noch mit ihm, das dritte Tor zu schießen. Also verdient hat er sich. Ja, hätten, glaube ich, auch ein bisschen mehr spielen lassen müssen. Also so schlecht ist er gar nicht. Nein, wir wechseln den nicht aus. Vergiss es. Wir wechseln den nicht aus. Der wird komplett durchspielen. Wir können ja aber trotzdem beim Durchwechseln. Dann ist es doch passiert. Ja, wir haben es ja gesehen. Die Bewegung zurück, aus dem Abseits raus. Es hat nicht ganz gereicht. War alles in allem ein eher misslungener Angriff. Oh, der Heider kommt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Die Heider kommt. Hervorragender Pass jetzt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Tja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Die Chance hier. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Marc Heider. Oh, da ist er durch. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind ja, schlecht verteidigt. In dieses Spiel. Er kommt ja einfach da durch. Wir haben drei Spieler hinten stehen. Drei. Ah, ist aber nicht so gut verteidigt, dass man sagen kann, er kommt da nicht durch. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, Leute, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Super dazwischen. Der Pass ist nicht durchgekommen. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Sie wechseln aus. Er hat den Ball, gute Aktion. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Schönes Zuspiel. Kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Schön. Ist der Trainer mit dabei am Feiern? Nee. Doch, da ist er. Da haben wir den Hut gerade gesehen. Letzten Spieler noch die Punkte holen. Ich habe jetzt keine Formation für das, was ich jetzt hier gemacht habe, fürs 3:2, weil ich habe einfach auf sehr offensiv geklickt. Und da weiß ich nicht, was die da als Standard eingestellt haben. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. König. Jetzt können sie es entscheiden. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Entscheidung liegt hier in der Luft bei dieser späten Ecke.
Weg ist der Ball. Pfeif ab. Das war's für heute. Das Spiel ist zu Ende und Sie dürfen sich hier über diesen Sieg freuen. Sieg für das Team mit dem besten Sturm und was die Tore angeht, lief's auch. Ja, schöne Tore, schönes Abschiedsspiel. Schönes Let's Play gewesen. Und wir gucken mal, wer am Ende noch Platz 2 ergattert hat. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement. Ja, er hat heute wirklich gut gespielt. Vielen Dank für die. So, Tabelle. Ingolstadt hat es doch noch geschafft. Irgendwie gönne ich denen das auch, dass sie es noch geschafft haben, auf Platz 2 zu kommen. Die haben sehr gut gespielt. Wir können uns die komplette Tabelle mal anschauen. Letzter Platz ist Bayreuth. Dann kommt Freiburg, Dortmund, Wiesbaden, Viktoria Köln, Duisburg, Elversberg. Elversberg war doch relativ hoch, ne? Also Rot-Weiß Essen, Platz 13, Dynamo Dresden, Platz 12. Dann kommt so langsam Werl, die auch uns sehr stark geärgert haben teilweise. Guck mal, in Osnabrück auch jetzt hier mit 3-2 gewonnen. Posteingang, ja, also Ziele sind gefällt, gehen wir die auf den Sack. Das passiert keinen. Ja. RQR-König hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Ja. Kommt da jetzt noch was? Ja, dass ich noch einiges im Tank habe. Goldener Schuh. Ja. 47 Tore, ich weiß jetzt nicht, was Tore-Rekord war. Ich glaube 38 oder sowas, ne? Aus der Weg. Wir können mal kurz gucken, Tabelle. Gibt es schon die Entscheidung, wer in die Relegation muss? 68 München, das der Rest ist noch nicht entschieden. Das ist uninteressant. UEFA Superpokal haben wir auch schon gesehen. Champions League. Real Madrid gegen Paris. Wow. Oh. Manchester United gegen Liverpool, Derby, was haben wir hier, eine Confrontation. Nizza gegen Viva Real, da bin ich mal gespannt, wer das Ganze macht, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, wir drücken gleich einmal hier Pause. So, bis dahin müsste das Ganze dann ja durch sein. So, Liverpool gewinnt die UEFA Europa League. Liverpool ist nur Europa League-Sieger. Viva Real gewinnt die Confederation League und wer hat die Champions League gewonnen? Paris oder Real? Ich würde jetzt auf Real tippen. Die Champions League ist noch nicht. Achso, 27. Mai ist. Okay, das kommt noch. So, jetzt aber, wer hat gewonnen? Paris gewinnt die UEFA Champions League. Wow, nice. Es sei es ihm gegönnt. Ja, zumindest in-game. Das dann mal darf mit 2-0 Sieg gegen Real Madrid. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch schon raus. Ja, auslaufende Spielerverträge, das ist egal. Weil, wie gesagt, wenn wir eine neue Season spielen sollten, also wenn ihr noch eine haben wollt, werden wir dann wahrscheinlich einen neuen Verein. Das ist auch, das lehne ich jetzt ab, weil sonst muss ich noch mit Finnland spielen. Werden wir dann komplett einen neuen Verein spielen. Sollte jetzt nichts mehr kommen bis zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt Ende ist. In der letzten Folge werden wir dann anfangen mit der FIFA Ironman Challenge. Das heißt, wir werden dann versuchen, mit einem Verein quasi wie Zwickau, uns nach oben zu spielen, ohne jeweils ein Spiel zu verlieren. Verlieren wir ein Spiel, ist die Challenge gescheitert in dem Sinne. Ja, und das ist quasi das Ziel. Ja, wir hatten zwei Sachen. Wir haben die Meisterschaft gewonnen und wir haben den Europa-Gruppenphase haben wir eigentlich auch gewonnen. Warum der Pokal da nicht angezeigt wird, weiß ich nicht. Die Saison werde ich jetzt nicht beenden. Gut gemacht. Ja, wir haben das ein bisschen erreicht, auch die Ziele. Es war ein, ich muss sagen, es war in der zweiten Runde jetzt hier mit der Let's Play-Saison eine bessere Saison als die private Karriere, denn dabei schon im gelben Bereich, beziehungsweise fast roten Bereich mit meiner Trainerin. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Mitschauen dieses Let's Plays. Ja, wir gucken dann mal, wenn die FIFA Ironman Challenge kommt.
wie lange wir das dann machen werden. Ich denke mal, 3 Versuche werden, dann wird das Ganze auch erledigt bei uns sein. Ja, bis dahin, schönen Tag, ciao.